Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns den Film The Lodge an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Laura Hall ruft ihren beiden Kindern Aiden und Mia zu, dass sie sich beeilen sollen, da sie spät dran sind. Laura fährt die Kinder zu ihrem baldigen Ex-Mann Richard Hall. Das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich, nachdem Richard sich in eine Frau namens Grace Marshall verliebt hat. Laura und die Kinder kommen in Richards Haus an. Richard gibt den Kindern etwas Geld für Süßigkeiten, während er mit Laura spricht. Richard gesteht ihr, dass er beabsichtigt, Grace in ein paar Monaten zu heiraten, sodass die beiden ihre Scheidung vollziehen sollten. Laura ist am Boden zerstört, aber sie täuscht ein Lächeln vor und scheint sich für Richard zu freuen. Sie geht in ein anderes Zimmer, holt sich einen Drink und bringt sich dann um. Ihr Tod trifft die Kinder mitten ins Herz, besonders Mia, die die meiste Zeit des Tages weint. Richard versucht, Mia zu trösten, aber sie jagt ihn fort, weil sie glaubt, dass er der Grund dafür ist, dass ihre Mutter sich das Leben genommen hat. Zum Glück versteht Aiden Mia und die beiden finden Trost beieinander. 6 Monate nach Lauras Tod hat die Familie zur Normalität zurückgefunden. Mia hat ein Spielzeughaus, in dem sie und Aiden ihre Zeit mit Spielen verbringen. Das Haus ist eine Nachbildung der Mountain Lodge und im Essbereich stehen kleine Figuren der Familie Hall. Ein paar Tage vor Weihnachten teilt Richard seinen Kindern mit, dass er möchte, dass sie mit Grace die Zeit in der abgelegenen Lodge der Familie in Massachusetts verbringen. Die Kinder weigern sich, ohne ihren Vater dort zu bleiben. Die Kinder hassen Grace abgrundtief, da sie der Grund dafür ist, dass ihr Vater ihre Mutter verlassen hat, was zu deren Tod führte. Die Kinder beschließen nachzuforschen, wer Grace ist, denn sie kennen sie als eine Frau, die ihr Vater bei der Arbeit kennengelernt hat. Die Kinder finden heraus, dass Grace die einzige Überlebende einer Massenselbstauslöschung war, die von ihrem Vater geleitet wurde. Sie hatte Richard kennengelernt, als er für ein Buch über eine extremistische christliche Sekte recherchierte. Die Kinder finden einige Sprachaufnahmen von Grace' Vater, der die Sektenmitglieder zur Umkehr auffordert. Sie sehen auch, dass alle Mitglieder das Wort Sünde mit Klebeband auf den Mund geschrieben hatten und mit lila Stoff bedeckt waren. Richard schreckt die Kinder auf und fragt sie, was sie in einer Studie machen. Aiden erklärt, dass Mia ihm bei seiner Schulaufgabe hilft, da sein Computer nicht richtig funktioniert. Richard bittet die Kinder, die Hütte zu überdenken, da Grace sie kennenlernen möchte. Er erwähnt auch, dass er vorhat, Grace zu heiraten, sodass sich die Kinder an ihre Anwesenheit gewöhnen sollten. Bald darauf packen die Kinder ihre Sachen und fahren in die Berge. Mia nimmt die Figur ihrer Mutter mit, von der sie sich nie trennt. Unterwegs holt die Familie Grace ab. Sie steigt mit ihrem kleinen Hund in das Auto ein. Sie grüßt die Kinder, aber die sind nicht begeistert zu antworten. Die Fahrt ist lang und die Kinder schlafen auf halbem Weg ein. Schließlich kommen sie nachts im Haus an. Richard bringt das Haus in Ordnung und sorgt dafür, dass genügend Lebensmittel und Brennstoff vorhanden sind, damit die Familie es bequem hat. Er muss zurück in die Stadt, um zu arbeiten, aber er wird zum Weihnachtsfest zurück sein. Sie hat ein paar Tabletten, die sie normalerweise einnimmt, also passt sie besonders gut auf sie auf. Die Familie ist zu Abend und Grace ist erschüttert, als die Kinder vor dem Essen beten. Abends fällt Grace das Kreuz auf, das an der Wand hängt. Im Haus gibt es eine Vielzahl katholischer Symbole, die sie beunruhigen, auch wenn sie es nicht zeigt. Am nächsten Tag wacht Grace auf, als die Kinder draußen im Schnee spielen. Sie schließt sich der Familie an, aber die Kinder kommen auf sie zu und verlangen den Hut, den sie trägt, weil er ihrer Mutter gehörte. Bald darauf spielt Mia mit ihrer Figur, als diese im Wasser landet. Grace bemerkt dies und geht ihr zur Hilfe, wobei sie Mia ermahnt, in der Nähe dieses Bereichs vorsichtig zu sein. Sie bittet sich an, die Figur zu holen, aber ihr Gewicht ist so groß, dass das Eis bricht und sie in das kalte Wasser fällt. Glücklicherweise kommt Richard zu ihr und bringt sie ins Haus, damit sie sich aufwärmen kann. Grace eilt in ihr Zimmer, um ihre Tabletten zu nehmen, während Richard einen Anruf erhält, der ihn zurück zur Arbeit bittet. Richard möchte die Kinder nicht allein lassen, während Grace sich nicht wohlfühlt. Grace erklärt ihm jedoch, dass alles in Ordnung sein wird und dass Richard seiner Arbeitspflicht nachkommen sollte. Richard gibt Grace die Kombination seines Waffenschranks, damit sie die Waffe notfalls zurückholen kann. Die Familie verabschiedet sich von Richard, der verspricht, bald wiederzukommen. Grace ruft die Kinder an, damit sie ihr beim Schmücken des Hauses helfen, aber sie erhält keine Antwort. Sie beschließt, die Dekoration selbst vorzunehmen. Später fragt Grace Mia, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Und Mia sagt, dass sie sich eine Bulldogge wünscht. Grace erzählt, dass sie sich auch einen Hund zu Weihnachten gewünscht hat. Aber ihr religiöser Vater hat es ihr nicht erlaubt. Als sie erwachsen wurde, kaufte sie sich selbst einen Hund als Geschenk. Sie erzählt, dass ihr Hund das Zeichen für das neue Leben ist, das sie sich immer gewünscht hat.
Mir fragt Grace, ob sie das Geschenk sehen möchte, das sie für ihren Vater gemacht haben. Das Video entpuppt sich als eine Sammlung von Videos, die die Familie im Laufe der Jahre aufgenommen hat, unter anderem zu Weihnachten und Thanksgiving. Grace findet es zu viel, den Kindern und Richard mit Laura zuzusehen. Also geht sie. Am Abend ruft Grace den Kindern zu und fragt sie, ob sie etwas essen wollen. Die Kinder antworten nicht, obwohl Grace sie einige Sekunden zuvor noch lachen gehört hatte. Grace macht sich ein Sandwich und setzt sich in den Essbereich. Sie wird jedoch den Gedanken nicht los, dass Marys Porträt sie anstarrt und nimmt es von der Wand ab. Als Grace aus der Dusche steigt, findet sie eine Inschrift auf dem Spiegel. Als sie die Inschrift wegwischt, bemerkt sie, dass Aiden sie durch die offene Tür anstarrt. Später am Abend geht Grace in das Kinderzimmer. Sie ist erstaunt über den kleinen Altar, den die Kinder für ihre Mutter errichtet haben. Die Stille der Nacht wird unterbrochen, als Grace zum Klavier geht und laut darauf schlägt. Sie geht in das Kinderzimmer und sieht Mia und Aiden zusammen schlafen. Auf Aidens Bett liegt eine Leiche, die mit lila Stoff bedeckt ist. Grace wacht auf und ist dankbar, dass es nur ein Traum war. Sie hört, wie Mia nach ihr ruft, damit sie ihr hilft, ihr Spielzeug zu finden. Grace findet das Spielzeug in einer Kiste unter ihrem Bett versteckt. Sie versteckt die Puppe geschickt in der Nähe ihres Hundes, was mich glauben lässt, dass der Hund sie nachts geschnappt hat. Grace geht auf Aiden zu und tadelt ihn dafür, dass er sie unter der Dusche beobachtet hat. Später macht Aiden einen heißen Kakao für Grace. Als Mia sich beklagt, dass ihr kalt ist, bietet Aiden an, einen Gasofen anzuzünden. Die drei sehen sich einen Film an, aber die laute Heizung stört Grace. Grace fragt sich auch, ob es sicher ist, dass der Ofen im Haus steht, aber Aiden beruhigt sie. Grace wacht draußen auf. Plötzlich bricht das Eis und sie ertrinkt. Sie versucht, wieder aufzustehen, aber ihr Vater ist mit ihr im Wasser und zieht sie hinunter. Während des Kampfes wacht Grace im Kinderzimmer aus ihrem Albtraum auf. Sie versucht, ihr Telefon anzurufen, aber das Telefon ist ausgeschaltet. Grace versucht es mit den Schaltern, aber auch das Licht ist aus. Außerdem ist der Kamin kalt. Sie stellt fest, dass alle ihre persönlichen Gegenstände fehlen. Sogar die Lebensmittelvorräte sind weg. Sie ist am Boden zerstört, als sie feststellt, dass ihre Pillen verschwunden sind und vermutet, dass die Kinder einen Scherz gemacht haben. Als sie jedoch feststellt, dass auch deren Sachen verschwunden sind, darunter auch meine Figur, glaubt sie den Kindern. Sie ist auch schockiert, als sie erfährt, dass sie jede Nacht schlafgewandelt ist. Aiden erzählt mir, dass er davon geträumt hat, dass die Gastherme defekt war und sie alle erstickt sind. Die drei versuchen, Grace' Hund zu suchen, aber sie können ihn nicht finden. Grace packt ein paar Sachen zusammen, um zur Tankstelle zu fahren und Hilfe zu holen. Aiden rät ihr nicht zu gehen, aber Grace tut es trotzdem. Grace wandert eine Weile durch das raue Wetter. Bald stößt sie auf eine Hütte, die wie ein Kreuz geformt ist. Grace nähert sich ihr, in der Hoffnung, Hilfe zu bekommen. Aber sie flippt aus, als sie ihren Vater sieht, der ihr zuwinkt. Sie läuft weiter und kehrt schließlich zur Hütte zurück. Am Eingang des Hauses sieht sie einige Schritte, die irgendwo hinaufführen. Sie findet ein paar Blumen und Bilder von Aiden und Mia. Die Kinder öffnen die Tür und lassen sie eintreten. Aiden sieht sich das Bild an, unter dem die Worte und liebevolle Erinnerungen stehen. Aiden glaubt, dass die drei gestorben sind. Aber Grace bezweifelt das, denn ein Toter kann weder kalten Hunger noch Gefühle empfinden. In dieser Nacht hört Grace die Stimme ihres Vaters, der sie auffordert, Buße zu tun. Diese Stimme quält sie auch in den nächsten Tagen. Als Grace ins Haus zurückkehrt, findet sie die Kinder inbrünstig beten. Auf dem Tisch liegt ein Zeitungsartikel, aus dem hervorgeht, dass die drei am 22. Dezember an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Das erklärt, warum Grace die Uhr auf den 9. Januar vorgespult hatte. Aiden fordert Grace auf, Buße zu tun. Doch Grace weigert sich. Um seinen Standpunkt zu beweisen, erhängt sich Aiden. Grace beobachtet schockiert, wie Aiden trotz der Schlinge um seinen Hals zu sprechen beginnt. Grace betet unter dem Porträt, das sie niedergelegt hatte, aber die Stimme ihres Vaters quält sie weiter. In einem leeren Raum hören wir die Stimme aus einem alten Radio. Kurz darauf beobachten die Kinder, wie Grace in Depressionen versinkt. Diese verstärkt sich noch, als sie ihren Hund erfroren auffindet. Sie verfällt in einen katatonischen Zustand und weigert sich, die Veranda zu verlassen. Die Kinder gestehen, dass alles ein Streich war, einschließlich der Aufnahmen des Diebstahls der Gegenstände und des Erhängens. Die Kinder bringen Grace in Sicherheit und geben ihr die nötigen Medikamente. Leider gelingt es ihnen nicht, den Generator einzuschalten. Bald finden die Kinder Grace, die sich selbst bestraft, indem sie auf dem Kamin kniet. Sie glaubt nun, dass sie im Fegefeuer ist, um Buße zu tun, damit sie in den Himmel aufsteigen und bei den Engeln sein kann. Die Kinder haben Angst und da ihre Handys jetzt tot sind, beschließen sie, sich auf dem Dachboden zu verstecken. Am Morgen muss Mia auf die Toilette und verlässt deshalb den Dachboden. Grace findet sie bald und zwingt sie, zurück auf den Dachboden zu gehen. Sie sagt, dass die Kinder etwas opfern müssen und sie verbrennt mich als Figur. Sie will sich gerade mit einem Gewehr beseitigen, als Richard auftaucht. Richard versucht, Grace davon zu überzeugen, die Waffe wegzulegen,
aber Grace schießt auf ihn, um ihren Standpunkt zu beweisen. Richard stirbt und die Kinder rennen zu ihm. Aiden weiß jedoch, dass Grace bald hinter ihnen her sein wird, also drängt er Mir zur Flucht. Die Kinder steigen in das Auto ihres Vaters und fahren los. Leider bleibt das Auto im Schnee stecken und Grace holt sie ein. Sie führt die Kinder zurück ins Haus. Sie bereitet ein Essen vor und stellt es auf den Esstisch, auf dem auch Richards Leiche liegt. Grace singt ein Lied und fordert die Kinder auf, mitzusingen. Dann klebt sie ihnen das Wort Sünde auf den Mund, bevor sie nach der Waffe greift.